Hallo zusammen und ein besonderes Hallo an Herrn Busse. Der Mensch kam nämlich vergangene Woche in die Tankstelle, wo ich sonntags immer arbeite, und fragte mich: Kannst du nicht ein Video drehen über Twilight und den Film so richtig schön zerfetzen? Nun, da ich den Film inzwischen gesehen habe, mache ich das natürlich gerne. Ja, wobei, was soll man zu dem ganzen Mist überhaupt sagen? Ganz ehrlich, ich habe das Buch gelesen, gebe ich zu. Es war lang und vor allem war es scheußlich langweilig und es hatte einen absoluten Minimalplot, den man da künstlich gedehnt hat. Und schon allein darum finde ich es eine unglaubliche Dreistigkeit, dieses dünne Buch auf einen Zweiteiler zu drehen. Da steckt keine künstlerische Ambition in die Geschichte richtig zu erzählen, sondern das ist nichts weiter als Kasse machen, zwei Filme bringen, doppelt abkassieren. Wenn man aber jetzt schon so dreist ist, dann soll man doch bitte die zur Verfügung stehende Zeit auch nutzen. Aber der Film ist 105 Minuten und es dauert ziemlich genau 50 Minuten, bis die Story beginnt. Vorher wird geheiratet, wird in die Flitterwochen gefahren, wird episch im Mondschein herumgepoppt und diese Szenen sind ewig in die Länge gezogen, haben keine Handlung, rein gar nichts, sind quasi nur Augenfutter für die schmachtenden Zuschauer. Und in der zweiten Hälfte geht es dann etwas holterdiepolter. Oh Gott, benutzt man dieses Wort noch? Egal. Jedenfalls, das Ganze hat ja durchaus eine Handlung, die gar nicht mal so uninteressant ist, weil im Grunde ist es ja so, Edward schwängert Bella, sie und daraus entstehen dann jede Menge Konflikte, weil sie droht, an dem Fötus zu sterben. Sie sagt, ich kriege mein Kind trotzdem, er sagt, das Kind muss weg. Die Werwölfe kommen an und sagen, die machen wir weg. Jacob stellt sich davor und sagt, nee, die macht ihr nicht weg und so weiter. Da hat also jeder mit jedem irgendwie seine eigene Konfrontation laufen. Nur, wie gesagt, das Ganze konzentriert sich dann auf 50 Minuten, wo diese ganzen Konflikte im Schnellverfahren abgehandelt werden. Und ne, also ich komme nicht so über die ersten 50 Minuten hinweg, wo wirklich ein sowas von nichts so ekelhaft in die Länge gezogen wird. Ja, ansonsten, ich meine, über das Technische kann man wieder nur sagen, dass, obwohl die Filme echte Kassenrenner sind, die Kohle nicht in die Spezialeffekte stecken. Das Ganze ist nach wie vor von den Effekten her eine ziemliche Niete. Ansonsten ist es sauber inszeniert und die Darsteller sind okay. Also ich meine, Kristen Stewart ist jemand, die auch nach Twilight sich noch für weitere große Rollen empfiehlt. Was jetzt schön ist, übrigens als Kontrast zu Twilight mal Willkommen bei den Rileys zu gucken, wo sie eine Prostituierte mit ziemlich vulgären Slang spielt. Das ist dann mal ein schöner Gegensatz zu der engelsgleichen Bella. Ja, ansonsten, ich kann den Film ja jetzt weder empfehlen noch madig machen. Ich sage einfach so, der Film ist wie Hundefutter. Wenn ich das einem Hund vorsetze, wird es ihn wahnsinnig glücklich machen, er wird es fressen. Wenn ich es einem Menschen vorsetze, werde ich natürlich nur einen fragenden Blick ernten. Und so ist dieser Film, es ist das, was die schmachtenden Fans wollen. Es ist, ich sag so, es ist genau das, was die Twilight-Freaks sich wünschen. Und es ist genauso schlimm, wie diejenigen, die es gegen ihren Willen gucken müssen, annehmen. Von daher, Männer, tapfer sein, sich danach nochmal John Carpenters Vampires reinziehen oder so und vielleicht ein bisschen Trost in der Tatsache finden. Ich glaube, dass Robert Pattinson jenseits von Edward Cullen nicht großartig mit Rollen zugedeckt wird. Ich glaube, das wird da so ähnlich laufen wie bei Luke Skywalker, Mark Hamill. So denn, ich gebe auch jetzt mal keine Punktwertung bei diesem Film, weil ich sag's mal so mit dem letzten Satz. Eine Kollegin von mir sagte, dass sie ihn die nächsten Tage gucken geht und sie meinte, ach, ich werde bestimmt dabei heulen. Und ich sagte, ja. Zum Heulen ist er wirklich. Bis bald. Ciao.